Heute bei Let's Talk. Was tun, wenn man gemobbt wird? Danke, Lukas. Ist ein super Video geworden. Wie ist es, wenn man nicht dazugehört? Sorry, wir atmen nicht mehr dieselbe Luft. Anders sein oder dazugehören um jeden Preis? Let's Talk. Willkommen zu Let's Talk. Anders sein oder dazugehören um jeden Preis? Darüber reden heute Philipp. Er ist 17 und ein bisschen anders. Ein Junge, der gerne tanzt. Philipp sagt: Mir ist es egal, was andere über mich denken. Emily ist 14 und findet es wichtig, in einer Gruppe zu sein. Sie sagt: Man braucht die richtigen Klamotten, um dazuzugehören. Felix ist 15 und wurde noch nie ausgegrenzt. Er meint trotzdem: Man muss nicht mit jedem gut klarkommen. Luisa ist 16 und kennt das Gefühl, anders zu sein, gut. Doch sie findet: Man sollte sich niemals verstellen. Paul ist 16 und wurde wegen seiner Schauspielrollen schon oft in der Schule gehänselt. Trotzdem sagt er: Anders sein ist die einzige Möglichkeit, besonders zu sein. Carla ist 14 und hatte in der Grundschule oft Probleme mit Mitschülern. Sie findet: Man muss sich schon anpassen, wenn man nicht allein sein will. Und jetzt geht es los. Let's talk. Hey Carla, heißt das, du passt dich an, damit andere dich mögen? Nee, das gar nicht. Aber ich finde einfach, oder ich habe aus Erfahrung einfach gelernt, dass es ganz oft so ist, dass man, wenn man nicht alleine sein will, dass man dann versuchen muss... Ein bisschen mit dem Strom schwimmen muss. Nee, aber... Also, du willst dazugehören und deswegen... Ich will gar nicht dazugehören, aber ich weiß das halt zum Beispiel in meiner Grundschule, da war ich halt immer der totale Außenseiter, weil ich halt super gerne gelesen habe zum Beispiel und wenig Sport gemacht habe, weil ich das halt einfach lieber mochte, zum Beispiel zu Hause zu sitzen und zu lesen. Aber natürlich wollte ich in der Schule nicht dann da alleine sitzen und keinen Partner für Übungen haben. Und in der Pause immer alleine rumsitzen. Das heißt, was hast du dann gemacht? Ich meine, hast du dich eigentlich angepasst? Ich habe mich insofern angepasst, dass ich gesagt habe, okay, dann treffe ich mich jetzt vielleicht doch mal ab und zu. Aber mit war Leuten das dann schlimm so. Für dich? Ja, das war schon schlimm. Also ich hatte eine ziemlich schlimme Grundschulzeit da. Die Grundschulzeit ist schon ewig her, aber heute ist es wichtig, dass man, finde ich, besonders ist und dann ist man dabei. Natürlich muss man originell sein. Nein, du musst schon dich irgendwie anpassen, aber in dem musst du besonders sein. Aber in jeder Schule gibt es doch diese typischen dummen Mädchen, die sich alle schminken und geil fühlen. Das ist doch nicht besonders. Das ist genauso wie bei uns. Ja, wir sehen also zum Beispiel bei mir in der Stufe, die Mädchen, die unterscheiden sich kein bisschen voneinander. Ich gehöre komplett dazu, ne? Weil wir sehen alle gleich aus, so vom Prinzip her. Aber ihr denkt auch wahrscheinlich alle das Aber die denken alle, wir denken alle, dass wir super individuell sind, mit, wenn wir mal was Buntes anhaben oder so. Dabei ist aber nicht so. Es gibt immer die 5, 6 Mädchen, die immer dasselbe anhaben. Nein, dasselbe bei uns sagen, ist das die komplette Stufe. Aber dann habt ihr euch doch auch angepasst. Nein, doch, dann habt ihr euch aneinander doch angepasst. Ich bin in dem Punkt anders, dass ich eine Meinung habe im Gegensatz zu meinen anderen Weibern. Aber das denken alle von sich. Vielleicht nur Jeder denkt von sich, dass er toller ist als der andere. Aber es ist wirklich so, dass es meistens auch so ist, in den einzelnen Gruppen haben alle plötzlich die gleiche Meinung. Eine sagt, ja, so und so ist das, und die anderen, ja, da komme ich, nee. Also ich finde halt, dass man sich eigentlich nicht verändern sollte, um irgendwie in eine Gruppe dazuzugehören oder so. Aber auf der anderen Seite, man will ja auch nicht alleine sein, man will ja irgendwie irgendwo dazugehören. Ja? Kannst du mir vielleicht für Tanjas Vater dein Paillettenoberteil ausleihen? Och Mann, Laura, du hast doch genug Klamotten. Ach bitte, 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 bitte. Tanja hat mir erzählt, dass ihr Bruder seine Freunde mitbringt. Und die sind mega sweet. Die sind schon 18. Ach, meinetwegen. Ah, danke. Du bist die Beste. Ich weiß. Aber dann kümmerst du dich um das Geschenk für die Party, okay? Um das Geschenk? Ja, was soll man dir denn schenken? Ich habe gar keine Ahnung, was man dir schenken kann. Ich weiß zufällig, dass Tanja eine neue Handyhülle braucht. Aha, und das weißt du so ganz zufällig. Ja, ich dachte, wir könnten ihr vielleicht zusammen was schenken. Zusammen? Wer bist du überhaupt? Monika, aus eurer Parallelklasse. Wir haben uns doch schon... Sorry. Wir atmen nicht mehr dieselbe Luft. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du bei Tanja auf der Party eingeladen bist. Oder hast du etwa eine Einladungsmail bekommen? Ich dachte, die werden noch verschickt. Nee, an dich bestimmt nicht. Die sind schon letzte Woche verschickt worden. Oh, das wusste ich nicht. Oh, nicht traurig sein. Läuft bestimmt was Nettes im Fernsehen. Boah, kannst du dir die auf einer Party vorstellen? Aber Handyhülle machen wir, oder? Ja, Handyhülle ist top. Mädchen können solche Arschlöcher sein. Ja. Das ey, ist richtig, richtig. Ja, aber guck mal, die haben sich nicht mehr darum gekümmert, irgendwie was sie zum Geburtstag schenken oder sowas. Weißt du, Hauptsache sie sind einfach auf der Party und gehören dazu. Und das ist das Wichtigste, ne? Aber ich finde, weißt du, das geht einfach nicht, weil
nur weil das Mädchen jetzt vielleicht nicht so die Sachen trägt wie die. Man hat ja gesehen, das war so ein graues Mäuschen, aber die wird dann sofort abgestempelt. Aber so. Es sind nicht immer nur diese grauen Mäuschen, die nicht dazu gehören. Nein, ich kenn's auch manchmal so, also bei mir in der Gruppe ist es so, dass ich manchmal echt eine große Klappe habe. Und dann habe ich das manchmal, dass ich dann von meiner Freundin oder so höre, ja, die wollten dich nicht dabei haben. Genau, das und nicht, weil ich ein graues Mäuschen bin, sondern einfach, weil ich dann auch mal meine Meinung sage. Das geht mir aber auch und die dann sagen, ja gut, auf die verzichten wir. Und so ist es manchmal auch. Ich finde, es ist manchmal auch voll okay, wenn man ausgeladen wird, sofern man halt gesagt wird, warum man ausgeladen wird. Beispielsweise, du bist so viel zu aufgedreht und wirbelst um alle rum und machst es ganz nervös, dann ist das ja okay. Und aber das sagt, einfach Entschuldigung, Paul, aber ja. Findest du das okay, wenn zu dir jemand sagt, ja, du darfst nicht kommen, weil ja, du bist irgendwie immer zu aufgedreht? Würdest du dann sagen, besser, ja, okay. besser als wenn er mir sagt, ja, wir wollen dich nicht. Wenn sie sagen, ja, du bist zu viel aufgedreht, dann kannst du ja sagen, gut, dann schraube ich mich runter. Ja, aber so, dann passt du dich ja wieder an. Genau. Ja, aber das heißt aber ja nicht anpassen, das ist ja, man muss auch ein bisschen aufeinander eingehen. Ich finde, wenn man in einer Gruppe ist und da sind Leute, die man total mag und mit denen ist man super befreundet, dann kann man sich so ein bisschen anpassen, so, dass man aufeinander eingeht und dass man einfach gut zusammenpasst. Aber ich würde niemals, wenn ich außenstehen würde, mich so anpassen, dass ich irgendwo rein. Ja, also aber du hast ja auch ganz viele. Es ist bei Gruppen genau dasselbe wie mit Freundschaft. Man findet sich so, weil man gemeinsame Hobbys hat, sowas wie Musikgeschmack oder halt auch, weil man einigermaßen gleich. Oder Sympathie. Die Freundschaften laufen eigentlich nur noch über Sympathie. Da kann wirklich die hässlichste mit der hübschesten befreundet sein. Scheißegal, die verstehen sich einfach nur noch. Aber früher war es so, also 8., 9., 7. Klasse so, das ging nur noch über Oberflächlichkeiten. Da ging es überhaupt nicht so richtig um Freundschaften. Aussehen, aber check, gehört dazu. Du stehst da mit einer Herde hohlköpfiger Lamas da, die vielleicht gut aussehen, aber nicht nur eine Birne haben. Weißt ja, du? Und die sind dann eine Gruppe. Genau. Und ja, genau, das hat vielleicht früher jetzt, sag ich mal, funktioniert. Aber mittlerweile ist es sogar bei mir so, dass es einfach danach geht, wer sich mit wem versteht. Ich hänge zum Beispiel am liebsten nur noch mit lustigen Leuten. Das ist das Alter, und das kann mir auch so. Wenn ich zu keiner Gruppe dazugehöre und wenn alle mich ausschließen, sage ich, Leute, gut, ich mach mein Ding hier in der Schule, was ihr macht, ist mir egal. Aber ich bin genauso. Das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, glaube ich. Natürlich, nein, das hat schon. Weil dann habe ich angefangen, selber zu denken. Ich glaube, man wird einfach ein bisschen egoistischer, umso älter man wird. Ich war auch wirklich nicht so wirklich in einer Gruppe. Vor allem, als ich dann gesagt habe, ich bin schwul, dann war es erstmal richtig so, brr. Da war erstmal Stille. Aber dann, ich glaube, wenn man 14 ist, ich komme jetzt wieder aufs Alter, sorry, und man sagt, es ist schwul, dann ist die Reaktion anders als bei 17-Jährigen. Ja. Doch, man ist doch viel reifer. Man ist viel reifer. Das ist so ein Quatsch, du bist, natürlich bist du reifer. Aber wenn sich jemand in meiner Stufe outen würde, dann natürlich gibt es da immer Leute, aber das kannst du mir nicht erzählen, dass das in deiner Stufe nicht auch so ist. Die dann sagen, klar, aber nicht die ganze Klasse. Die dann sagen, hör, das ist ja komisch, aber der Großteil der Leute würde sagen, ja, okay. Also ganz egal in welchem Alter jetzt, ich glaube, wir finden es einfach alle blöd, wenn wir aus einer Gruppe ausgeschlossen werden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich stelle mir das echt scheiße vor, wenn ich dazu noch gemobbt werden würde. Ron, da ist er. Hey Lukas, kommst du gerade aus der Schule, hä? Musstest deinem Lehrer noch ein bisschen in den Arsch kriechen? Guck mal, Matze, voll die modische Tasche. Lass mich! Hey, mal nicht so aggro. Ey, voll aggro, der Lukas. Aber die Tasche ist echt Hammer. Sieht nicht nur super aus, sondern die Sachen können auch gar nicht rausfallen. Ups, können sie doch. Entschuldigung, das wollte ich echt nicht. Ist schon okay, ich heb sie auf. Ey, verzeiht uns doch mal und heb es auf. Danke, Lukas, das ist echt nett von dir. Wir wollten das ja auch wirklich nicht. Wenn wir es gewollt hätten, würden wir jetzt bestimmt auf den Sachen rumtrampeln, oder? Wie recht du hast, Matze, aber wir trampeln nur aus Versehen auf deinen Scheißheften rum. Was soll der Scheiß? Sag mal, hast du gerade so mit uns geredet? Hast du sie noch alle? Ey, wir reden mit dir. Au, au, au. Ach, guck. Ich präsentiere mein neues Musikinstrument. Ein bisschen verstimmt, aber sonst nicht schlecht. Au, danke, Lukas. Ist ein super Video geworden. Bis bald. Digga, was ist falsch mit dir? Also ich finde, das war asozial fast super zu sagen. Nee, aber guck mal, wie er einfach die ganze Zeit einsteckt, nur um nicht irgendwie auf die Schnauze zu bekommen. Aber ja, das ist so ein Fall. Zwei Leute, die stark fühlen, zusammenhalten, um gegen einen, der vielleicht unterlegen ist. Finde ich auch. Wenn er alleine gewesen wäre, dann hätte er den gar nicht beachtet. Oder hätte er das auch auf Augenhöhe. Aber das ist ja... Und dann hätte der andere sich auch wehren können. Das ist so oft so, dass die Leute, die mobben, nur in der Gruppe stark sein können. Bei mir in meiner alten Schule war es so, da war einer, der kam aus dem Dorf und der hatte seine
Dorfleute bei sich. Und die sind dann immer auf alle anderen, die sie ihnen in den Weg gestellt haben. Ich habe einfach nur gesagt, nein, ich bin nicht deiner Meinung oder so. Mhm. Ich finde das blöd, dass du das machst. Und dann ist er immer auf mich drauf. Aber irgendwann war es mal so, ich habe den allein getroffen und dachte, okay, jetzt passiert irgendwas. Nö. Super nett, ja. Ne, auf einmal. Ich, genau. Aber das sind die Besten. Die haben einfach Angst, Leute. Aber und irgendwann ist er von der Schule geflogen. Aber so und dann haben alle Leute gesagt, ja, was ein Arschloch. Ja, genau, das ja. erst, wenn man sich keiner getraut hat. Ja, weil sie alle nicht die Klappe aufbekommen. Aber genau, aber das ist es auch, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn ich daneben stehe und sehe, wie ein anderer gemobbt wird. Bei mir auf der Schule war das mal so, dass wir Schulschluss hatten und dann habe ich mich an die Bushaltestelle gestellt und dann wurde da ein Junge von 3 anderen Jungs gemobbt. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich die halt auseinandergenommen. Klar, man muss immer drauf gucken, dass man... Nee, aber nee, ich habe wirklich so, hey, 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 ne, so. Weil ich kann es echt nicht sehen, wie so viele Leute da rumstehen und keiner macht was. Also alle finden das lustig. Die Courage ist erstmal super, also auf jeden Fall dazwischen gehen, aber das hört sich so einfach an. Also wenn man es dann macht, wird man vielleicht auch selber zum Opfer. Ganz ehrlich, ich glaub, ich das ist mir noch nie also schwer irgendwie schwierig. Ich finde meistens ist es so, sagen. Dass wenn einer den ersten Schritt macht und sagt, ey, das ist eigentlich echt nicht gut, ne? Dann ziehen ja. plötzlich die meisten und daran sieht man auch, die daran sieht man auch, wie wackelig die ganze Situation ist. Auf der Seite von denen, die mobben, ist es genauso. Wenn da einer ist und 2 und 3, dann hast du direkt alle. Ja. Und auf der Seite von denen, die helfen, ist es auch. Bei mir, ich habe die Erfahrung gemacht, das sind meistens die Leute, die einfach selber nichts zu tun haben, denen langweilig ist, die eigentlich selber total schwach sind. Die suchen die Fehler einfach bei anderen. Die haben kein eigenes Leben. Einfach. Aber sind selber eigentlich der größte Fehler. Sinne nicht. Das habe ich auch. Das habe ich, weil ich hatte ja wirklich auf der Grundschule das so. Ich war halt ein wirklich richtiges Opfer, was sowas so Mobbing und so angeht. Aber echt nur wegen Lesen oder so? Nee, ich weiß nicht. Ich habe halt einfach nicht da reingegangen. War einfach anders. Was ist dann passiert? Genau. Was ist so, und da sind Leute wirklich, es ist so weit gegangen, dass Leute wirklich mit Stöcken auf mich losgegangen sind und mich halt so total. Also ist ja auch egal. Aber auf dem Gymnasium ist das ganz anders geworden, weil da gibt es Leute, die sagen einfach ihre Meinung. Ich gehöre ja selber zu den Leuten, die mittlerweile voll ihre Klappe aufreißen und sagen, was sie denken. Und da passiert das einfach nicht mehr, weil da genug Leute sind, die irgendwie sagen, ey, das ist echt nicht cool. Hör auf, also ich finde einfach, wenn es gar nicht mehr geht, dann sollte man mit seinen Eltern auf jeden Fall drüber reden. Die Eltern wissen aber nicht viel. Doch, aber Eltern ist sogar besser als Lehrer. Ja, Lehrer, die sprechen viel. Aber die Eltern sagen dir dann, ja, die anderen sind scheiße, glaub an dich. Genau, aber das bringt dir im Endeffekt auch nichts. Doch, das bringt was. Bei den Eltern hat man zumindest jemanden, mit dem man reden kann. Wenn das sowas gar nicht hilft, gibt es wirklich sowas, hört sich zwar mal blöd an, aber so eine Nummer gegen Kummer, die gibt's wirklich. Nein, es ist kein Scherz und die hilft, glaub wirklich, weil da sitzen wirklich Leute, die zum Teil ausgebildet sind und das können. Okay, aber was erzählen die dir? Die sagen also, dir auch, dass ich habe da noch nie angerufen. Ja, eben, genau. Ich glaube, wenn man von einer fremden Person hört, auch mal so deren Meinung hört und die dir sagen, ja, du schaffst das und du kannst das und sowas, genau, man braucht dann denkt man nicht, dann ist es nicht so, wie wenn meine Mutter zu mir sagt, ja, du bist ein tolles Kind, weil so Eltern glauben immer an einen. Ich glaube, was auf jeden Fall noch super hilft, ist einfach, dass du dein Leben, sag ich mal, unabhängig von den Leuten in deiner Schule zum Beispiel gestaltest. Zum Beispiel, dass du dir einfach mal Hobbys suchst, sag ich. Weißt du, du darfst dich nicht darauf festfahren, dass du jetzt einsam bist und dass du scheiße bist. Und du musst dir einfach, sag ich mal, ein Leben außerhalb aufbauen. Ja, aber es kann doch sein, dass du ein Leben außerhalb hast, aber trotzdem gemobbt wirst. Es ist halt einfach Schule, aber das so, du wirst, wenn du gemobbt wirst, bist du in deiner Selbstbewusstsein so eingeschränkt. Und ich glaube, du hast dann überall Angst, in allen Lebenslagen. Ja. Aber ich glaube, in der Schule verbringst du einfach auch die meiste Zeit. Ja, aber ich glaube, dass es wirklich hilft, dass du einfach dir zum Beispiel einen Sport suchst, einen Mannschaftssport, sag ich mal zum Beispiel. Einfach, dass du merkst, dass du auf neutrale Leute quasi triffst, die nicht so voreingenommen sind. Also ich glaube, dass wenn man nicht zur Mehrheit gehört, wird man, glaube ich, richtig schnell zum Mobbingopfer. Und ich glaube auch genau, das ist der Grund dafür, warum viele, die eben nicht dazugehören in unserem Alter und anders sind, das Ganze dann versuchen zu verheimlichen. So, das soll sollte halten. Oh Mann, dieser schwule Hering will einfach nicht rein. Lass mich mal. Geht doch. Keine Ahnung, was an dem schwul sein soll. Ey, wir müssen morgen unbedingt an den See. Ich war da letztes Jahr mit meinen Eltern und ich sagte jede Menge Hammer-Mädels. Wird bestimmt gut. Mir bestimmt gut. So hört sich wahre Begeisterung an. Bist du schwul geworden oder was? Ich sagte, da sind jede Menge Hammer-Mädels und du sagst, das wird bestimmt gut. Voll schwul. Voll schwul? Der Hering ist schwul, das Zelt ist schwul, ich bin schwul. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Ey, Mann, reg dich ab, das sagt man halt so. Ja, ein Arschloch sagt das vielleicht so. Aber jemand, der etwas Hirn im Kopf hat, weiß vielleicht, dass ein Hering wohl kaum schwul sein kann. Mann, ey. Aber vielleicht ein Mensch. Jemand, den man kennt, mit dem man befreundet ist. Der es zum Kotzen findet, wenn alle anderen, die etwas doof finden, es schwul nennen. Das heißt, also, das ist schwul. Also, du bist so richtig schwul?
Das hätte ich nie gedacht. Ich meine, ist okay. Aber wer weiß das denn noch? Außer dir niemand. Und das muss auch so bleiben. Nicht mal Mike und Lasse? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das schlimm finden. Bist du verrückt? Dann kann ich es ja gleich bei Facebook posten. Du weißt doch genau, wie die Jungs im Fußballverein über Schwule herziehen. Die lassen mich doch nie wieder mitkicken. Das darf keiner erfahren. Jedenfalls nicht, solange ich mit der Schule nicht fertig bin. Ich meine das ernst. Okay. Versprochen. Cool, ne? Mehr Mädels für mich übrig. Also, da wurden gerade so viele Sachen angesprochen, die einfach stimmen. Erstmal, dass schwul als Schimpfwort oft genannt wird. Ja, das ist einfach so. Aber ich glaube, das passiert zum Teil sogar unterbewusst, oder? Ja, ja, weil man einfach mittlerweile hat so eine Schimpfwortpalette, die man einfach so abfeuert. Wenn man sagt, zum Beispiel Spaß, sagen auch ganz viele, kommt aber von Spastiker und das sind Leute, die können sich nicht richtig bewegen oder so. Und das ist auch null witzig. Aber es geht, glaube ich, immer auch nur auf Sachen, die anders sind, oder? Weil ein Schwuler ist anders, ein Spastiker ist anders oder auch du Behinderter. Das ist einfach, es ist einfach so, die Leute sind so. Und die sind einfach anders. Also diese Wörter bürgern sich immer so ein, einfach so. Und dann sagt man die einfach so ohne. Ja, aber man weiß gar nicht, was man damit so bewirkt. Genau. Mir fällt es auch manchmal raus, ja, so, ups, schwul. Ja. Und dann und vor allem, man hätte auch locker ein anderes Wort sagen können. Genau. Also in einem Kack egal, was man jetzt gerade für ein Wort sagt. Ja. Ich war mit einer meiner besten Freunde einmal was essen. Und dann hat er sich Pommes bestellt und die Pommes sahen einfach kacke aus. Und waren einfach kaum Pommes und alle so klein. Und meinte, boah, sind die Pommes heute schwul. Und ich so. Dankeschön. Ich bin ein Pommes. Aber ich finde es einfach auch schlimm, dass er sagt, ja, er soll es für sich behalten. Also, dass man nicht einfach dazu stehen kann, dass man sagen kann, nein, ja, aber das kann ich verstehen. Schwul. Für dich ist es normal, aber es gibt viele Leute da draußen. Und ich kenne auch viele, die einfach wirklich, was das angeht, einfach Arschlöcher sind. Die sagen einfach dann auch immer Schwuchtel oder was auch immer. Aber komisch, dass man sagt schwul und nicht lesbisch. Weil ich habe noch nie gehört, Mann, ey, die Pommes sind heute lesbisch. So, obwohl es ja auch eigentlich... weil das Wort so schwer ist. Ja, ich war, aber nee, das ist doch voll komisch. Ja, weil es vielleicht mehr Schwule gibt als Lesben. Ach, Quatsch. Nee, glaube ich nicht. So die Jungen, aber. In vielen Schulen ist es noch ein echt großes Problem, wenn man schwul oder lesbisch ist. Wie es ist, sich in der Schule zu outen, weiß Sophie. Sie ist 16 Jahre alt und lesbisch. Hey, Sophie. Hallo. Wann hast du dich denn geoutet und also wie alt warst du da? Ich war 14 Jahre alt, so Pi mal Daumen, weil es einfach eine längere Phase war. Meine Outing-Phase war nicht so, zack, ich bin jetzt lesbisch, sondern ich musste mich erstmal einfinden und mich damit beschäftigen und das kennenlernen. Wie wurde das bei dir aufgenommen? Also haben deine Mitschüler gesagt, ey, voll okay oder wie war das? Da gab es geteilte Meinungen. Also die meisten waren cool, dass du das sagst, das ist echt super. Es gab dann einen Zwischenfall, da hatten wir das erst nach meinem Outing, die erste Stunde Sport. Und dann kam so die Idee auf, ja, soll Sophie nicht eigentlich lieber in die Jungsumkleide gehen? Ich meine, die steht auf Frauen, also bitte. Und dann habe ich gesagt, ich so, Leute, ich bin jetzt kein anderer Mensch. Ich war davor genauso. Also ich habe mich jetzt nicht verändert. Ich bin auch nicht krank oder so. Ist alles gut. Und dann war das auch okay. Ja, aber du bist jetzt nicht als erstes in die Schule gerannt und hast das da verkündet. Wem hast du dich als erstes anvertraut? Ich habe mich das erste Mal habe ich es meiner besten Freundin gesagt. Das war eine super witzige Situation. Sie hatte damals noch ein Hochbett. Und daneben stand eine kleine blaue Couch und ich saß auf dieser Couch. Sie klettert die Leiter hoch, streckt mir ihren Hintern voll ins Gesicht. Und ich sag, ey Nadine, ich muss dir was sagen. Und sie, ja, was denn? Ich so, ja, ich stehe auf Frauen. Und sie so, stehst du auf mich? Ich so, nee, bloß nicht. Und sie, ja, dann ist mir das egal. Und kletterte hin und legt sich dann in ihr Bett. Cool. War gar kein Thema. Es ist ja mittlerweile so, dass sich immer mehr zum Beispiel Schauspieler oder Musiker outen als schwul oder lesbisch. Das heißt, es gibt immer mehr Vorbilder, die schwul oder lesbisch sind. Warum glaubst du, ist das gerade in der Schule noch so ein Tabuthema? Man möchte einfach zu der Masse dazugehören. Und wenn man dann anders sein könnte, dann hat man Angst, dass man ausgegrenzt wird, dass man ausgeschlossen wird, gemobbt wird, wie auch immer. Und will das einfach nicht wahrhaben und beschäftigt sich damit nicht. Also war das bei dir auch so, dass du Angst hattest, dass wenn du dich jetzt outest, dass du irgendwie anders bist und nicht mehr dazugehörst dann? Auf jeden Fall hatte ich davor Angst. Habe mir aber immer gesagt so, ey, wenn die das machen, also dann sind das keine Freunde von dir. Dann sind das einfach welche, die haben keine Ahnung. Das heißt aber, wirst du anders behandelt jetzt, weil du vielleicht nicht so wie alle anderen bist? Ich bin so, wie ich bin. Und andere sind hetero, ich bin lesbisch. Das ist einfach so. Das wird auch einfach so hingenommen. Das wird auch nicht jedes Mal, wenn ich da hinkomme, ach, die Lesbe ist schon wieder da, sondern, ah, hi Sophie, wie geht's dir? Ja, und nicht Lesbe. Was hat sich sonst so noch nach deinem Coming-out verändert? Inwiefern hat dich das verändert und dein Leben?
Mich hat das verändert, dass ich wahnsinnig selbstbewusst geworden bin und ich zu mir selber gefunden habe. Also ich bin viel mehr ich und das ist für mich die Hauptsache, dass ich mich wohlfühle. Aber jetzt mal so eine ganz generelle Frage eigentlich. Wenn man merkt, man ist anders, egal auf welche Art und Weise, was rätst du einem? Wie soll man sich dann verhalten? Also man kann kein Rezept erstellen, wie man sich am besten verhält. Aber ich denke auf jeden Fall erstmal entspannt bleiben, ruhig bleiben, keine Panik schieben oder so, sich selber nicht verurteilen, sich selber keine Schuldgefühle entwickeln, sich informieren, ins Internet gehen, eine Vertrauensperson am besten ansprechen, wo man auch glaubt, dass diese Person da jetzt nicht sagt, oh mein Gott, nein, ja, geh weg, sondern wirklich sagt, okay, komm, wir setzen uns hin und reden darüber. Ja, vielen Dank für das interessante Interview, Sophie. Danke. Gerne. Und wenn ihr mehr über Sophie erfahren wollt, dann geht auf zdftv.de. Dort findet ihr auch das vollständige Interview mit Sophie. Also schaut rein bei zdftv.de. Du willst besonders sein, nicht untergehen, der Masse entfliehen, nicht gleich sein? Dann mach dich frei. Befrei dich von dem, was alle tun und wie alle aussehen. Löse dich von allem. Einfach nur du sein. Du bist so speziell wie dein Duft. Ein Duft, der dich nur du sein lässt. Ein Duft, der betört. Sei du. Sei speziell. Sei wie Young Smell. Young Smell. Dein ganz spezieller Duft. Also ganz kurz, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die verkaufen ja etwas und sagen, es soll individuell sein. Dann, und dann kauft die ganze Masse. Vor allem sieht das jeder. In der Werbung sieht das jeder, sagt sich, wow, okay, jetzt will ich selbst sein und kaufe mir das. Ich glaube, die Firma freut sich auch, wenn mehr als eines Produkt kauft. Es geht einfach darum, dass es gut für eine Werbung ist, weil jeder will doch einzigartig sein, oder? Aber wenn sie aber in der Werbung sagen, wenn du das hast, dann bist du genauso wie jeder, wie dein Nachbar, wie dein Klassenkamerad und so, dann kaufe ich mir das ja gar nicht. Aber es ist wirklich so, wenn ich sowas in der Werbung sehe und ich jetzt zum Beispiel nicht so selbstbewusst bin oder was weiß ich und ich das sehe und jemand mir sagt, hey, du bist besonders damit, dann sage ich, jo, klar, dann kaufen wir den doch. Jeder von uns will doch eigentlich was Besonderes sein. Oder jeder will sich irgendwie abgrenzen, will so 0815 Menschen, und dann siehst du im Fernsehen eine Werbung und denkst dir, damit werde ich. Ja, aber es ist schon auch irgendwie merkwürdig, dass wir eben die ganze Zeit darüber geredet haben, dass man sich anpassen muss, um dazuzugehören. Und dann macht man aber so eine Werbung, in der eigentlich gesagt wird, du bist speziell, du bist besonders, du bist irgendwie anders. Ja, du hebst von der Masse ab. Die Menschen, so wie, du bist was Besonderes. Ich glaube, ganz viele wollen sogar echt irgendwie individuell aussehen zum Beispiel. Aber ich glaube, zum Beispiel in der Gruppe ist es für die meisten einfach, zumindest kenne ich das so von meiner Gruppe oder von mir auch, dass ich auch nicht unbedingt das trage, was ich jetzt tragen würde am liebsten. So aber warum tust du das? Weil ich zu große Angst davor habe, dass das dann irgendwie komisch ankommt. Wieso oder machst du darüber so einen Kopf? Wirklich, ich trage Sachen, da gucken einige Jungs und denken sich, Alter, wo hast du das denn gekauft? Ja, aber dann hast du vielleicht aber solange es dir selber gefällt, ist doch alles in Ordnung. Aber wenn man dann so eine negative Rückmeldung von allen Seiten bekommt, dann kränkt dich das ja letztendlich auch nicht nur so dein Klamottenziel, sondern deine ganze Persönlichkeit, weil das ja dich wieder aber darüber musst du doch drüber stehen. Ja, natürlich, aber nicht jeder kann darüber stehen. Ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, anders sein ist für mich die einzige Möglichkeit, besonders zu sein. Ich sehe das einfach so, egal jetzt ob mit Klamotten oder wie ich mich verhalte, ich finde es einfach toll, wenn man sagen kann, ja, ich gehöre nicht so zu dieser ganzen groben Masse, sondern ich bin anders. Warum ist dir das wichtig, besonders nicht zu sein? Nicht so in der Art, dass ich drüber stehe, schon vielleicht auch in einer besonderen Sache, aber ich finde es halt wirklich blöd, wenn man immer so das Gleiche ist. Ja. Wenn alle Leute gleich wären, das wäre doch total langweilig, klar, oder? Klar, aber wenn du merkst, dass keiner dann mehr hinter dir steht und du gar keine Freunde oder so mehr hast, dann fängst du ja auch an. Das ist aber nicht so. Also wenn das so wäre, dann fände ich das blöd, aber ich sag mal so, das ist einfach nicht so. Und wenn man hinter sich steht, glaube ich auch ganz ehrlich, dass es auch nicht passieren kann. Du willst ja nicht, dass du auswechselbar bist oder dass du austauschbar bist, sondern du willst jemand sein. Genau, du willst jemand sein, der bestimmte Eigenschaften hat, weshalb man ihn braucht und weshalb man ihn schätzt. Das geht ja nur über Besonderheit. Also ich finde, man kann gar nichts dafür tun, um besonders zu sein, so, weil man ist einfach besonders. Und die dafür etwas tun, die sind es nicht und tun dann nur so. Aber ja, das ist recht, weil du brauchst auch gar nicht darauf hinweisen, dass du dann besonders bist oder so, weil es gibt ja wirklich die Leute, die dann sagen, nee, also ich mache sowas nicht, ich bin schon besonders. Aber es gibt die Leute, aber ich finde, die richtig besonderen Leute sind einfach diejenigen, den du das sofort anmerkst. Oh, der ist anders, da brauchen wir nicht drauf hinweisen. Ihr habt noch nicht genug? Kein Problem. Im Internetblog könnt ihr jetzt eure Meinung loswerden und mit unseren Talkern chatten. Auf zdftv.de. Bis zum nächsten Mal bei Let's Talk. Anders sein ist für mich einfach die einzige Möglichkeit, mich auszugrenzen. Vielen Dank für das interessante Interview, Emily.
Okay, jetzt ist Emily dran. Halt jetzt den Mund. Was ist denn?